Es geht. Severin, Gratulation. Nimmst du die Gratulation für beide Sprünge an? Fast. Der erste war nicht ganz so gut, obwohl es im ersten ziemlich schwer war zu dem Zeitpunkt. Aber da wäre sicher ein bisschen mehr drin gewesen. Sieg wäre heute schwierig geworden. Da hätte ich im ersten wahrscheinlich viel mehr machen müssen. Aber ja, wenn man nach so einer Pause wieder im Weltcup reinkommt, ist es wichtig, dass man gut startet. Und da kann man, glaube ich, mit dem Podium mehr als zufrieden sein. Es ist ein Jahr vergangen, aber es ist eigentlich gleich geblieben. Ne? Ja, sind wieder die drei selben auf dem Podium. Nur der Peter und ich, wir haben die Plätze getauscht, aber vielleicht kann ich das ja am Sonntag nochmal ändern. Ist das ein bisschen beängstigend, wie gut der Kamisch doch vor der WM springt? Also ganz ehrlich, so wahnsinnig überraschend ist es nicht, weil wenn du nach einer Verletzung zurückkommst, dann springst du meistens erstmal gut. Dann kommt so ein kleines Loch und dann geht es halt wieder nach oben. Und bei ihm war die Verletzung das Schlechte, was man dann sagt, für die Tournee hat halt das Gute, dass er relativ ausgeruht ist. Er ist vom Kopf frisch und er wird sicher bei der WM da sein. Ja, lass ihn doch Weltmeister werden, dann gewinnt ihr die Mannschaftswertung, dann geht das auch. Ja, schauen wir mal. Ja, okay, danke.